Jo Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Wer-Erst-Video auf dem Seilschirm-Kanal. Das ein bisschen ein Special, dass ein Wer-Erst-Video kommt. Ich werde einen Zwei-Kanal heute noch erstellen für alle Wer-Erst-Videos. Ich werde den auch hier unten verlinken. Das nur so zur Info, dann könnt ihr auch verfolgen, wie ich diese Map hier baue. Das ist die Stockhorn-Map. Nichts mit dem Stockhorn in dem Bärenoberland, aber ja, ich mache einfach eine eigene Fantasie-Map. Und ja, dann könnt ihr auch dann zuschauen, und auf Twitch bin ich auch ziemlich viel aktiv. Den Link findet ihr auch. Ja, heute mache ich mal ein Mod-View zur Gruppenumlaufbahn von Polarflow. Ich muss mal schauen. Gruppenumlaufbahn Jevri Express heißt sie im Spiel. Und ich habe die Stockjochfernerbahn genannt, weil hier war früher ein 4CLD und dies ist eine schwarze Piste und ich möchte ein Kinderland machen und da passt eine schwarze Piste als Zubringer gar nicht hier rein. Da haben wir eine Gruppenumlaufbahn, wo man auch runterfahren kann. Also, jetzt geht's zum Mod-View. Wir starten mal in der Bergstation. Hier oben in der Bergstation haben wir auch den Antrieb und es ist auch die Abspannstation. Eine ziemlich spezielle Abspannstation, weil man hier oben die Station ist. So wie das Gewicht, das kann hier fahren auf, oder? Doch, das kann hier fahren. Hier sind die Rollen, so. Da hier sind die Rollen. Und dieser Hydraulikzylinder drückt das Ganze nach hinten. Ja, von diesem bis da hinten. Ja, der drückt das hier nach hinten, die ganze Station. Darum ist er auch beweglich und hier wäre eigentlich unten auch noch Rollen. Damit das ja. Oder ah nein, das hier ist irgendwie beweglich. Also wirklich aus bis ins kleinste Detail gemacht. Ich kann euch schnell den Maschinenraum zeigen hier. Das ist hier Antrieb. Da muss man ein bisschen springen. Hier ziemlich schön gemacht auch. Ein Nothalt hier drinnen. Da hat es auch noch Licht. Das habe ich jetzt mal angeschaltet. Hier der Notantrieb. Perfekt, passt alles. Tür zu. Dann hier oben kann man eben noch zum Spannzylinder und zur Seilscheibe, die ziemlich groß ist im Vergleich zu den Standardbahnen. Und hier eben noch die Einfahrtstütze. Ja, sehr spektakuläres. Dann kann man hier bei der Steuerung, die ist ziemlich gut gemacht. Also von Polarflow kennt man ja, dass sie eigene Steuerung gemacht haben. Hier eine von Freistands AG, die ich auch selber schon mal bedient habe in Braunwald. Also die Bahn ist, glaube ich, auch an der Braunwaldbahn angelehnt, außer die Talstation, die hat kein Stationsgebäude, aber sonst ziemlich original gemacht. Die Steuerung kenne ich 1:1 wieder. Eigentlich ist hier noch ein Bildschirm, wo man sieht, wo die Bahn ist, aber das gibt es in WS halt leider noch nicht. Daher gibt es da nichts zu reklamieren. Türen können wir hier öffnen. Dann können wir sie auch schließen. Was wir nicht können, ist aus der Gondel steuern. Da muss man halt entweder der Automatik, also auch automatisch fahren lassen, wie bei der ATW. Könnt ihr einfach verschicken. Automatisch verschicken lassen und so. Und sonst muss man halt einfach einsteigen. Aber ich steige jetzt da mal nicht ein. Wir starten die Bahn einfach mal auf vor. Jetzt seht ihr auch, der Sound vom Motor ist selbst gemacht. So wie es sich das anhört. So, da gehen die Kabinen raus. Wir können auch ein bisschen beschleunigen. Die Bahn hat eine Höchstgeschwindigkeit von 6,5 Meter in der Sekunde. Also auch ziemlich schnell. Die Ausfahrt hier könnte man ab jetzt beschleunigen, aber ist noch ein bisschen langsam. Ja, jetzt fängt es dann schneller. Ja, jetzt wird es schneller. Ja, eigentlich könnte man auch schon hier schneller werden. Ja. Und jetzt können wir auch mal schnell auf die Strecke gehen. Die Kabinen sind sehr schön gemacht. Auch die Stützen, muss ich wirklich sagen, sind schön gemoddet hier auch. Den Leitern und der Zwischenebene.
Ah, jetzt sind die viel zu schnelle Kabinen, wollte ich gerade sagen. Die kreuzen sich dann auch in der Mitte. Hier sieht es auch ziemlich cool aus im Sonnenuntergang. Aufgang, los. Dann können wir auch nochmal schnell in die Talstation gehen. Hier die genau gleiche Steuerung, hier mal mit Bildschirm. Dann habe ich auch hier schnell die Shida das hingepackt. Die öffnen sich auch, kann man durch, aber ich habe die jetzt hier so eng platziert, glaube ich. Dann hier oben die Talstation, einfach die typische Gegenstation. Sogar hier oben mit Steuerung. Ja, da kommen die Bahnen. Das war eigentlich vorhin ein Niederhalter, aber mich unterpackt es ein bisschen und dann hast du trotzdem einen Wechsellast, obwohl es ein Niederhalter war. Aber ja. Ist jetzt halt so, kann ich dann noch verbessern. Wenn wir dann die Map fertig haben. Aber die Umlaufbahn passt fast in das Skigebiet. Die Stationen sind ziemlich kompakt. Wenn man nicht gerade irgendwie einen Sessellift will, dann kann man diese Bahn nehmen. Ja, die Einfahrt geht ein bisschen langsam. Für die Bahn müsst ihr euch einfach den Polar Flow Launcher herunterladen. Da gibt es die Webseite, die verlinke ich euch dann hier unten im Video, damit ihr die auch findet. Viele haben immer gefragt, wo man den her hat. Ihr müsst auf die Webseite dann den Polar Launcher herunterladen, das ist ein Programm für Windows, wie der wäre es auch. Und dann könnt ihr das runterladen, die Anwendung starten, dann müsst ihr die Schritte befolgen, dann könnt ihr dort auch die Mods herunterladen. Sie haben verschiedene Mods, sie haben die Heavy Mod, die müsst ihr euch downloaden, das ist eine Map. Und dazu müsst ihr auch die Skidata-Taste herunterladen, diese hier, und auch noch die Polar-Map, damit ihr die Jefri-Map spielen könnt. Und in der Jefri-Map gibt es von ihnen 7 verschiedene Bahnen und die haben sie selbst gemoddet, die 7 verschiedenen Bahnen. Eine ist die Gruppenumlaufbahn, dann gibt es noch die Kombibahn, die CGD, dann hoch ein paar Lifte, nämlich so ein 2 SL und ein 1 SL und dann gibt es noch ein Schlepper mit CLF, also da kannst du die Fahrzeuge wechseln, entweder willst du ein CLF oder 2 CL SL, sorry. Ja, ziemlich coole Mods, die sie gemacht haben. Und eben auch noch die Rothausbahn gibt es ja auch noch. Hab ich auch schon mal gehört. Hier könnt ihr noch die Fahrgeschwindigkeit einstellen, Bahntelefon. Und ja, das war es eigentlich schon mit der Mod. Eine kleine, aber feine Mod für euer Game. Könnt ihr perfekt hier einbauen. Die Bergstation ziemlich kompakt. Ihr müsst hier noch das Terrain freilegen, weil das hier, wenn sich das bewegt, kann das nicht im Terrain sein. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Für weitere Videos einfach schon auf meinem Zeitkanal vorbeischauen. Weitere Infos folgen dann noch. Also, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.